Leute, mein Name ist Roman und das ist Solo Leveling. Hier geht es dabei, dass wir einen Ninja spielen und super viele Level aufsteigen müssen. Am Ende von jedem Level ist ein riesiger Boss, der auf uns wartet und den müssen wir irgendwie besiegen. Das bedeutet, meine werten Damen und Herren, wir müssen also mit diesem Ninja jetzt anfangen. Rennen wir mal los, wir sind Level 1 und wir sehen, oha, okay, dass wir hier tatsächlich mit unseren kleinen Dolchen diese Leute hier tatsächlich besiegen und gleichzeitig die Level aufsteigen. Level 69, Level 124 und damit springen wir hier tatsächlich durch unsere Tabelle durch und haben circa bis 1,9 überlebt. Wir bekommen also, desto weiter wir kommen, immer einen hohen Bonus. 533 Edelsteine haben wir für die erste Runde bekommen und wir bekommen bald wieder einen neuen Skin. Sehr interessant. Wir halten auf jeden Fall mal Ausschau. So, wir haben hier Startlevel, Offline Reward oder Boss Attack. Offline Reward brauchen wir nicht. Ich würde hier erstmal auf Startlevel gehen und vielleicht das Startlevel ein bisschen erhöhen, beziehungsweise vielleicht auch die Boss Attack, aber eher das Startlevel. Oh, so hoch es geht. Level 8. Jawohl. Und dann gucken wir. Wir haben hier auch übrigens andere Skins, die wir freischalten können. Die kosten auch Geld. Okay. Oder wir können uns dementsprechend auch andere Waffen freischalten. Wow, davon gibt es auch richtig viele. Oh, das gibt richtig coole sogar. Okay, beschäftigen wir uns erstmal mit Level 2 und wir sehen, es gibt auch neue Bosse sozusagen. Hinten wartet ein riesiger Drache auf uns und wir müssen hier nur... Oh, was? Der ist Level 100 irgendwas. Den schaffen wir auf gar keinen Fall. Wir gehen lieber hier entlang, nehmen ein paar mehr von diesen Bossen. Oh nein, den Level 30er hätten wir eigentlich schlagen können. Jetzt habe ich das irgendwie nicht gecheckt. Okay, gut. Level 64. Ich glaube, damit kommen wir erst gar nicht weit. Bei Level 80 sind wir stehen geblieben. Wir sehen, oh mein Gott, was? Diese ganzen Dinger sind alles Level, wo wir komplett durchlaufen müssen. Ich frage mich, wie schnell wir hier tatsächlich die Level steigen werden. Okay, der nächste Charakter scheint sehr interessant auszusehen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie der aussieht. Und wir müssen auf jeden Fall hier unser Startlevel mal ein bisschen upgraden. Oh, nö. Alright. Dann würde ich mal sagen, mit Level 14 starten wir jetzt rein. Das ist auf jeden Fall nicer. Was? Oh, wir haben einen Superheldenanzug bekommen. Wie krass sehen wir denn aus? Wir sind jetzt einfach so ein dunkler Ninja geworden. Und können pam, pam, pam die drei mitnehmen. Das Level 200 sind wir. Yo, was geht ab? Oh, Level 300. Okay, Portal Level 100. Was geht denn hier ab? Wir können hier einfach durch so ein Portal reisen? Hätte ich niemals gedacht, Leute. Das hätte ich niemals gedacht. Wir haben einfach so einen Bonus-Jam bekommen. Get! Okay, Level 380 haben wir geschafft. Yo, niemals. Damit haben wir einen Wow, wow. Damit sind wir richtig weit gekommen. Bis 3,9 Multiplikator. Plus, wir können hier eine Schere freischalten. Oben links, in der Mitte, unten rechts. Nein, nicht die Schere geworden. Sie war unten links. Ah, ich hätte sie so gern bekommen. Sehr cooler Skin. Leider können wir ihn nicht behalten. Dafür hätten wir zwei Werbungen gucken müssen. Das machen wir heute nicht. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist die nächste Runde spielen. Weil das Spiel hier wirklich cool gemacht ist. Man muss sagen, dass die Skills, beziehungsweise man muss sagen, dass die Effekte in diesem Spiel außergewöhnlich gut sind. Also ich kenne das so gar nicht. Und ich würde jetzt erstmal immer aufs Level gehen, weil wir sowieso den Boss noch nicht erreichen. Deswegen lohnt sich bei uns Boss-Damage noch gar nicht. Level 40 jetzt schon zu Beginn. Den Level 10er können wir mitnehmen. Level 30er können wir mitnehmen. Hier gibt es ein Ticket. Jetzt haben wir hier ein Ticket bekommen. Zack. Die sind beide Level 300. Die sollten wir vielleicht nicht angreifen, ne? Aber den linken dafür hier. Zack. Dann hier den rechten Level 90. Und dann Level 100. Oh, ein riesiges orangenes Portal. Oh, Leute, wir sind Level... Oh, was? Wir werden einfach gerade Level 443. Wir haben gerade einfach eine richtig gute Runde gespielt. Wir laufen hier nochmal durch das Portal durch. Nehmen uns ein paar extra Gems mit. Und haben Level 460, 470, 480, 400... Oh, was? Wir waren fast Level 500 und haben fast den Drachen erreicht. Was passiert, wenn wir den Drachen erreichen werden? Oh, hey, schon sehr spannend gemacht, das Spiel, muss ich schon sagen. Ich würde auf jeden Fall nochmal unser Startlevel ein bisschen upgraden, ne? Und gucken, wie weit wir hier jetzt kommen. Huch, das war jetzt gerade ein bisschen knappes, aber jawohl, hier gehen wir weiter. Nehmen hier auf jeden Fall wieder einen Schlüssel mit. Ich möchte auf jeden Fall nochmal so einen Schlüssel hier bekommen. Level 40, den nehmen wir mit. Jawohl, hier springen wir nochmal ordentlich durch. Yo, was, wie viele sind das denn? Das waren gerade echt viele. Den Level 80er hier nochmal mitnehmen. Extra Damage. Wow, no, no way. Wir sind Level 1176. Wir haben gerade alle, wir haben so einen Bonusschlag oder sowas bekommen. Das war ein Bonusschlag, ich sag's euch. Level 1222. Ja, das war fantastisch. Was? No way. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ist es hier sowas wie so ein Haus, wo wir investieren können? Oh, baue ein Haus. Okay, wir bauen mal hier ein Haus hin.
Oh, wir retten den Planeten, der hier sozusagen lebt. Also die Leute, die hier leben, die retten wir. Die retten wir. Und wir können hier links ebenfalls nochmal Geld investieren für das nächste Haus. Das heißt, immer wenn wir also sowas schaffen und einen Boss besiegen, kommen wir immer wieder zurück hierher und können dann dementsprechend immer wieder hier zurückreisen. 1000 Kristalle und den Skin können wir bekommen, wenn wir Werbung gucken. Aber da müssen wir leider raus. Was wir aber machen können, ist, dass wir tatsächlich bei Normal uns einen Random Skin holen oder hier ein für 1500. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal einen Random Skin. Mal gucken, was wir bekommen. Vielleicht einen schwarzen Ninja. Bitte. Bitte. Es wird der grüne. Okay, deswegen gehen wir hier nochmal rein. Oh yeah. Und versuchen jetzt mal vielleicht nochmal ein höheres Level zu... Level 400? Okay. Level 556, Leute. Das ist es. Wir sind voll entwickelt. Wir dürften eigentlich komplett durchkommen. Oder? Was ist das letzte Level? Jawohl. Wir kommen durch. Wir sind am Boss. Jawohl. Einfach weggetreten. Hä? Wir sind Level 602. Wisst ihr, Leute? Ich habe eine Frage. Und zwar, was bringt uns eigentlich das Upgrade mit diesem Boss, das man am Anfang machen kann? Weil man besiegt doch den Boss sowieso mit einem Schlag, oder? So, wir haben hier nochmal ein weiteres Haus gebaut. Und ich würde sagen, wir investieren vielleicht hier rechts rein. Ja, entweder rechts oder links. Ich würde vielleicht sogar den Altar in der Mitte versuchen. Kostet zwar 3000, aber ich würde erstmal die 3000 investieren und vielleicht versuchen, da dann durchzukommen. Challenge. Oh, was? Okay, wir challengen ihn. Wir gegen den Red Dragon? Oh, was? Was ist das denn für ein Kampf? Was geht denn hier ab? Okay, swipe to run. Okay, wahrscheinlich, vielleicht müssen wir irgendwie ausweichen vor ihm. No way. Oh. Schnell, 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 schnell. Jawohl, ich habe ihn besiegt. Oh, jawohl. Oh, was? Ich hab nicht gedacht. Ich habe nicht gedacht, dass wir da jetzt so schnell drücken müssen. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. 2200 Münzen. Wir haben einfach den Red Dragon gerade besiegt. Wie cool ist das denn? Wir nehmen jetzt erstmal unser Geld. 2000 und holen uns hier erstmal einen Special Skin. Okay, seid ihr bereit, Leute? Special Skin. Komm schon, den lilanen, bitte, bitte. Jawohl. No way, wir haben ihn bekommen. Alter, lila ist meine Lieblingsfarbe, deswegen freue ich mich extrem sehr, dass wir tatsächlich einen lila Skin bekommen haben, ne? Okay, gucken wir mal. Was? Hier gibt's einen Torhammer. Okay, krass. Jetzt haben wir sowieso eine Waffe bekommen. Jawohl. Okay, nice. Ich weiß jetzt nicht, ob wir damit stärker sind. Ich glaube eher nicht, aber wir haben ein neues Ticket bekommen. Okay, ein neues Ticket können wir wieder für einen Bosskampf verwenden, ne? Jawohl, Level 100 nehmen wir mit. Level 50 nehmen wir mit. Und dann Level 200 nehmen wir mit. Level 523. Leute, das ist einfach wieder ein Bosskampf. Wir haben einfach wieder den Boss, oder? Kommen wir an? 500? Ja, 520 ist der letzte. Wir kommen durch. Jawohl. Richtig nice, Mann. Mit Hammern sind. Oh, wir sehen so cool aus. Wir haben so einen coolen Skin freigeschaltet. Und wir investieren all unser Geld, was wir jetzt bekommen haben, wieder in diesen Altar. Ich möchte auf jeden Fall sehen, was dieser Altar macht, wenn man den freigeschaltet hat. Könnte vielleicht sogar sein, dass das möglicherweise ein Portal ist in eine andere Welt, wo wir vielleicht extra viel Geld bekommen. Deswegen denke ich schon, dass es schlau ist, das Geld in dieses Portal zu investieren, Leute. So, wir gucken. Wir haben wieder 1600 Münzen. Bedeutet für uns, dass wir uns eine Waffe holen können. So, entweder hier eine oder bei den Special-Waffen für 1500. Und ich möchte gerne diese, entweder die lilane oder diese orangene. Deswegen hoffen wir mal. Ich mache die Augen zu. Ich mache sie zu. Und, oh, nö. Aber egal, sieht auch cool aus. So, wir können dann dementsprechend hier wieder mal, oh, Level 10 sieht auch krass aus. Okay, wir machen jetzt erstmal Level 10 fertig. So, und dann gucken wir mal. Was? Niemals. Yo, was? Yo, yo, yo. Ich verstehe nicht, was hier gerade abgeht. Wir können hier gerade wie Spider-Man uns sozusagen weiterentwickeln und machen hier gerade die verrücktesten Sprünge überhaupt. Sind gerade Level 188 geworden. Das war gerade zu krass. Wir kommen halt wahrscheinlich gar nicht durch, aber diese Runde war absolut crazy, Leute. Das war ja wild gerade. Wir sind da gerade wie Spider-Man einfach durch dieses Level gesprungen. Gucken wir mal, dass wir jetzt vielleicht gegen den Boss antreten, und zwar gegen den hier. 1000 Leben hat er. Mal gucken, wie viel Damage wir machen. Ich hoffe, wir schaffen es. Ich versuche, wie ein Verrückter zu drücken, okay? Oh... Jawohl. Oh, der ist schon deutlich schwerer, Leute. Und? Oh, habt ihr das gerade gesehen? Der Timer und das Leben war wirklich 1:1 gleich schnell weg. Okay, jetzt verstehe ich es. Jetzt würde es auf jeden Fall Sinn ergeben, Leute, ein bisschen mehr Zeit da rein zu investieren, ein bisschen Geld rein zu investieren für dieses Boss-Attack, okay? Ein bisschen kann man da rein investieren. Weil sonst ist es ein bisschen zu schwer. Also wenn ich das jetzt nochmal so machen müsste, ich würde es nicht schaffen. Oh, was? Da rechts ist einfach ein Wandlauf? No way! Wir können hier an der Wand laufen einfach. Und nochmal an der Wand laufen. Jo, wie krass ist das denn? Das ist ja richtig cool. Okay, und unten dann nochmal treffen.
Und dann gehen wir hier nochmal nach links. Easy going. Oh, jetzt kommt nochmal ein großer Schlag. Level 580, wir sind durch. Wir sind sowas von durch. Und ein neuer Boss. Hey, direkt sogar. Oder? Schaffen wir es? Kommt, ist der letzte 500? Ja, der ist 540. Und wir sind Level 626. Boom. Einfach one hit. Schön. Oh, da gibt es jetzt wieder einen neuen Skin zum Anprobieren. Den müssen wir aus. Oh, das ist wieder dieser dunkle. Oh, der sieht auch richtig cool aus. Oh, what? Oh mein Gott. Was ist das für ein verrücktes Level? Oh, was? Level 37? Level 55? Level 115? Level 349? Level 200 Portal? Oh, wow, wow, wow. Okay, wir gehen hier durch das Portal durch. Huh, hier muss man auf jeden Fall springen. Und dann hier nochmal den Spider-Man-Sprung. Und dann hier noch Level 521. Das ist es. Get. Hier nochmal ein paar Edelsteine plus. Okay, jetzt müssen wir nur noch gucken. Ich glaube, wenn wir jetzt vielleicht so... Oh, nee, wisst ihr was? Ich glaube, wir werden ganz knapp... Wir werden ganz knapp nicht genug haben, um das Portal, glaube ich, zu kaufen. Oder? Ja, um die 110, würde ich sagen. 111, so in die Richtung fehlen uns. 102, ja. Okay, hoffen wir mal, dass da jetzt nochmal was durchkommt. Hier nochmal das hier. Okay. Okay, nice. Oh, nice. Das ist echt krass, muss ich sagen. Und jetzt nochmal. Ja, Level 600. Jawohl. Jawohl, wir kommen durch, Leute. Wir kommen durch. Und das ist es. Jetzt besiegen wir den Boss. Wir öffnen das Portal. Und ich glaube, danach werden wir sogar noch genug haben, um den Schlüssel zu haben, um vielleicht noch die Schere zu gewinnen. Oh, das wäre so krass, wenn das jetzt alles auf einmal passiert. Wir haben über 600 Münzen, ne, um jetzt tatsächlich zu investieren in unseren Portalblock in der Mitte, der uns 2000 gekostet hat. Daraufhin haben wir gearbeitet. Es ist kein Portal, es ist nur ein Brunnen. Oh, nö. Was ist denn das für eine Blamage? Oh, Leute. Meine werten Damen und Herren, das Portal war leider nur ein Brunnen. Aber trotzdem hoffe ich natürlich, dass die Folge euch gefallen hat. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben. Und jetzt zum Schluss gibt es nochmal den Endbosskampf. Wir haben ihn zwar die ganze Zeit gewonnen-hitted gehabt. Aber mal gucken, ob ich ihn mit Level 30 und 11% schaffen kann. Ich gehe rein und tappe so schnell, wie ich kann. Oh, die Zeit, die Zeit. Jawohl. Oh, ich hab einen Krampf bekommen, ich schwöre es euch. Ich habe einen Krampf in der Hand bekommen. Au, 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 au. Ich glaube, ich werde alt, Leute. Ich glaube, ich werde alt. Okay, und damit sollte es eigentlich getan sein. Leute, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben auf dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao.